heute geht es mal wieder um ein Thema, was wir schon mal hatten. Ich habe mal wieder etwas Altes rausgegraben und möchte das besser machen oder habe ein bisschen andere Anforderungen. Und das ist dieses Thema hier, also indirekt. USB-Ladegeräte. Da kommen Geräte dran und die laden dann. So, das funktioniert natürlich. Aber ihr kennt mich, ich möchte wissen, wie funktioniert das? Dazu hatte ich vor einiger Zeit schon mal so ein USB-Gerät gebaut, was man dazwischen stecken konnte, was dann aufgezeichnet hat, Spannung, Strom und ein paar Statistiken. Hab auch fertige Geräte schon benutzt. Das sind so kleine Sticks, die man dazwischen steckt üblicherweise. Auch die zeigen dann an Spannung, Strom, zählen eventuell noch Milliampere-Stunden und so weiter. Aber, naja, mir geht es jetzt darum, hier mal ein Gerät zu analysieren, und zwar über Zeit mit Kurven am Rechner. Das heißt also, ich möchte kontinuierlich aufzeichnen, welche Spannung geht gerade durchs Kabel, welcher Strom geht gerade durchs Kabel und das Ganze dann auf ein schönes Diagramm schreiben. Und so kann ich dann sehen, wie effizient ist zum Beispiel ein Gerät, wie lädt es, wie verhält es sich beim Laden. Das ist jetzt für mich eine interessante Frage. Konnte mein bisheriges Gerät nicht, kann man mit Sicherheit auch da nachrüsten. Aber hey, wenn ich eh schon was anders haben möchte, dann designen wir das auch nochmal von neu mit den ganzen Sachen, die ich in der Zwischenzeit dazugelernt habe. Also fangen wir mal an und bauen uns ein Gerät. Ich habe ja schon gesagt, es soll am Ende am PC sein. Das heißt, als Basis werde ich den hier benutzen. Das ist jetzt ausnahmsweise mal ein ESP32. Normal nutze ich die ESP8266, aber der hier lag gerade hier rum. Deswegen nutzen wir einen 32er. Technisch ist es am Ende egal, welchen man benutzt. Für die, die den nicht kennen, ESP32 oder 8266 sind kleine Mikrocontroller, also kleine Prozessoren mit Speicher und allem dabei. Und der große Unterschied zu vielen anderen ist, die haben WLAN integriert. Das heißt, ich kann direkt meine Messwerte per WLAN an einen Server oder einen PC schicken, der sich dann um die Auswertung kümmert. So, nun müssen wir aber irgendwie messen. Ja, Spannung ist erstmal eigentlich ja kein Problem. Da kann man einen sogenannten Spannungsteiler benutzen. Also, wir holen die Plusschiene, einen Widerstand, dann einen Mittelpunkt, wieder einen Widerstand, Minusschiene. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Widerständen bestimmt dann, was in der Mitte für eine Spannung anliegt. Und diese Spannung geht dann entsprechend auf einen sogenannten ADC, einen analogen Eingang. Und wie es sich so verhält, hier der ESP32 müsste auch irgendwo einen analogen Eingang haben. Ich müsste es jetzt suchen, wie das bei dem ist. Beim 8266 ist er beschrieben. Und ja, damit könnte man das messen. Nächster Punkt ist dann Strom. Das ist schon komplizierter, weil ja, da müssen wir ja wirklich in die Leitung eingreifen. Bisher hatte ich das mit denen hier gemacht. Das sind die ACS712T, beziehungsweise ich habe meistens fertige Module benutzt, wie zum Beispiel das hier. Und ja, das sind sogenannte Hall-Effekt-Sensoren. Das heißt also, wir haben hier einen Eingang und einen Ausgang. Wir schneiden sozusagen das Kabel auf, welches zwischen Netzteil und dem Gerät, was wir laden, ist. Und schleifen eine Seite dann hier rein. Hier kommt es wieder raus. Der Vorteil bei Hall-Effekt-Sensoren ist, dass, wie ihr hier seht, das direkt hier reingeht und direkt wieder raus. Da ist kein zusätzlicher Widerstand oder ähnliches dabei. Es ist natürlich schon Widerstand durch die Kabel hier selber, die Traces. Aber es ist kein absichtlich weiter hinzugefügter Widerstand. Das ist ganz hilfreich, weil das heißt auch gleichzeitig, hier gibt es einen geringen Spannungsabfall. Wenn Widerstand da ist, geht die Spannung, die reinkommt, nicht mehr vollständig raus. Und ja, das war damals der Grund, warum ich auf die hier gegangen bin. Die haben aber ein Problem, nämlich hier hinten, unser Ausgang. Wir haben hier drei Pins, VCC, Ground und Out. Dieses Out ist aber ein analoges Signal, was irgendwo 2,5 Volt war es, glaube ich, ist 0 Ampere. Und dann, wenn wir höher gehen, in Richtung 5 Volt zum Beispiel, dann geht das hier entsprechend einen höheren Strom. In dem Fall hier, was steht drauf, das ist ein 30 Ampere, das heißt also, wenn wir 5 Volt hätten oder was auch immer Maximum ist, wären das 30. Wenn wir 0 Volt hätten, ausgehend von dem 2,5 Volt in der Mitte, wären es minus 30. Also dann würde es in die andere Richtung fließen. So, ich möchte aber möglichst wenig analog haben, denn na, so ein analoges Signal ist anfällig für Störungen. Und ich weiß gar nicht, ob der 32er mehr als ein Analogkanal kann. Der 8266 kann es nicht. Das heißt, da müsste ich schon wieder Verteiler dazwischen setzen, Analog-Switcher und ja, muss nicht sein. Ich habe aber noch ein paar andere Geräte hier. Das sind zwar keine Hall-Effekt-Sensoren, aber die könnten helfen. Das ist der hier, der INA 219 von Texas Instruments ist er, glaube ich. Das hier ist wieder ein fertiges Modul. Das heißt, wir können das hier uns einfach mal anschauen.
Und wir sehen schon, hier ist so ein großes Bauteil in der Mitte, beschriftet R100. Also das ist offensichtlich ein Widerstand mit 100 Milliohm, also 0,1 Ohm. Dieser Widerstand, den nennt man auch Shuntwiderstand. Und auch der ist, wie auch der Hall-Effekt-Sensor eben, zwischen das Kabel geklemmt. Das heißt, hier kommt es rein, hier geht es durch und dann kommt es hier wieder raus in Richtung vom Gerät. Also zwischen Netzteil und Gerät. Der Unterschied ist, hier haben wir halt einen absichtlichen Widerstand und wenn Strom über einen Widerstand fließt, geht die Spannung runter oder es fällt eine Spannung ab. Das heißt, hier haben wir weniger Spannung als hier. Und dieser Spannungsunterschied, der wird hier von zwei kleinen Leiterbahnen abgegriffen und auf diesen Chip gegeben. Das ist der INA 219, den wir eben schon erwähnt haben, da B219. Und ja, der misst das Ganze, genau wie dein Rauch. Aber der eine oder andere hat vielleicht den Unterschied hier schon gesehen. SCL, SDA, das hier ist eine I2C-Verbindung, das heißt, die Messwerte werden von dem hier bereits verarbeitet und digital an unseren Mikrocontroller gesendet. Das heißt, hinter dem hier ist alles digital und wir haben eigentlich keine großen Gefahren mehr, dass da etwas sich ändert. So, was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier noch zwei Jumper A0, A1. Das sorgt dafür, dass wir mehrere von diesen Chips hier an einem I2C-Bus einsetzen können. Das heißt also, wir brauchen nur diese zwei Pins an unserem Mikrocontroller und können dann von hier aus weiter auf den zweiten von diesen Modulen zum Beispiel gehen und können die trotzdem beide separat ansprechen. Das zweite, was es noch gibt, achtet mal auf die entsprechenden Pins hier unten. Wir haben hier nochmal etwas, VCC Ground, okay, das ist die Spannungsversorgung, aber hier hinten VIN Plus, VIN Minus, was ist das denn? Naja, dieser Chip hier, der misst nicht nur den Strom, der kann auch gleichzeitig noch die Spannung messen. Das heißt, wir müssen da noch nicht mal mit irgendwelchen Spannungsteilern rumhantieren. Das geht direkt von Haus aus so. Das heißt also, das hier ist quasi ein All-in-One-Chip, der sowohl Spannung als auch Strom misst und das digital an unseren Mikrocontroller weitergibt. Und im Prinzip ist das so die Luxusvariante von dem, was wir bisher schon hatten. So, es gibt jetzt noch ein paar Unterschiede. Wenn wir hier zum Beispiel mal rüber gucken auf den ACS 712, also den, den ich früher benutzt habe, der hatte halt den Vorteil, wie gesagt, ist Hall-Effekt. Das heißt, wir haben hier einen Widerstand, der sagt jetzt 1,2 Milliohm. Kommt noch ein bisschen was an Übergangswiderständen dabei, aber ihr seht, wir sind irgendwie so im einstelligen Milliohm-Bereich. Wohingegen wir bei dem INA ja einen 0,1 Ohm, also 100 Milliohm an Widerstand in dieser Messleitung haben. Das ist also nicht ganz so gut. Dafür haben wir hier ein bisschen was anderes. Und zwar, wenn wir hier gucken, wir haben hier bei dem hier einen Error von 1,5%. Der INA 219 behauptet bis zu 0,5%, ist also eher genauer. Und was anderes, was für uns Genauigkeit interessant ist, naja, ihr habt ja eben gesehen, die hier haben einen festen Wert, also 30 Ampere in dem Fall hier. Bei dem INA gibt es das nicht, da bestimmt der Widerstand den Wert. Und dieser Widerstand, den wir jetzt drin haben, sagt plus minus 3 Ampere oder ein bisschen drüber. Aber diese 3 Ampere, das ist doch jetzt weniger als die 30, die wir bei dem hier hatten. Wieso ist das ein Vorteil? Naja, in den 3 Ampere haben wir mehr Abstufungen und haben ja eine höhere Auflösung dieser Messwerte. 3 Ampere ist natürlich weniger, aber für so ein USB-Ladegerät ist 3 Ampere meistens ausreichend. Die meisten Geräte haben ja so 1 bis 2 Ampere. Wenn es hochgeht, dann reden wir meistens eher bei Quick Charge, wo dann die Spannung hochgeht. Und das ist auch ein Vorteil hier, denn wenn wir hier mal gucken, der INA, der hat einen Sense Bus Voltage bis zu 26 Volt. Das heißt also, wir können bis 26 Volt Eingangsspannung unterscheiden. Und ja, ich würde mal sagen, klingt gut, bauen wir das mal zusammen. Das heißt, wir nehmen uns den mal und ich glaube, in der Tüte war auch direkt noch hier etwas zum Löten. Ein schönes Schraubanschluss. Dann machen wir den erstmal, ne, den machen wir nicht dran, weil ich möchte das Ganze gleich irgendwie auf eine so eine Lochrasterplatine hier draufsetzen. Ich habe noch so ein paar Dinger hier. Und ja, werde dann direkt das komplett am Stück bauen, zusammen mit dem hier. Eine Micro-USB-Buchse, die dann als Eingang dient. Ja, ich weiß, heute ist USB-C Standard, aber ich habe deutlich mehr Micro-USB als USB-C-Kabel, deswegen kommt jetzt erstmal Mikro dran und für den Ausgang einfach eine USB-Buchse noch hinten dran gesetzt, wo ich dann wieder mein Ladekabel einstecken kann. Das heißt, ich habe am Ende nicht ein Ladekabel, was ich durchgeschnitten habe, um den Strom zwischendrin zu messen, also den INA dazwischen zu klemmen, sondern ich stecke einfach ein Ladekabel rein in hier das Gerät und steckt das Originalladekabel wieder hier rein und dann können wir zwischendrin messen, ohne dass wir uns irgendwelche Kabel kaputt machen.
Okay, brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich denke, nein, das sollte erstmal reichen. Das heißt, wir lassen es hier mal piepen, machen unseren Lötkolben an, suchen uns eventuell auch noch was Lötzinn. Das ist zwar bleifrei, aber das wird schon gehen hier. Und dann werde ich jetzt erstmal hier die Stiftleisten auf unser USB-Port drauf machen, auf den Sensor hier. Und ja, danach folgt dann das Übliche. Wir müssen nämlich dann rauskriegen, wie der Chip hier funktioniert. Und vor allen Dingen, ja, wie wir den mit der Software ansteuern können. Denn, ja, wie schon gesagt, ich möchte die Messwerte ja nicht nur einfach haben, sondern ich möchte die Richtung PC schicken. Das heißt, wir brauchen natürlich noch ein bisschen was an Spezialsoftware, die wir uns selber schreiben müssen. Sowohl auf dem Mikrocontroller hier, auf dem ESP, als auch auf dem PC dann. Und für die, die gerade wieder hier am Schreien sind, dass man das besser löten kann. Ja, ich weiß, aber lötet ihr mal, wenn ihr rechts und links von Kameras eingezwängt seid. So, die Platine, die ich hier benutze, das ist sowas hier. Im Prinzip ist das wie eine normale Platine. Die hier ist jetzt braun, weil die ist, glaube ich, aus Pappe oder irgend so einem Epoxidzeugs gebaut und nicht aus Glasfaser, wie hier so Platinen zum Beispiel, die grünen, die wir so kennen. Sind nicht ganz so haltbar, aber es ist ausreichend für viele Experimente. Und hier, der hat einfach jede Menge Löcher. Um jedes Loch ist so ein bisschen Kupfer auf der einen Seite und ja, auf der anderen Seite ist nichts. Das ist okay für irgendwelche Prototypen mal zu bauen. Ja, die Leitungen muss man sich dann selber mit Lötzinn oder kleinen Drähten ziehen. Gucken wir mal, wie machen wir das denn? Das eine Seite, andere Seite. Ja, klingt gut. Mal den hier hin, den machen wir dann hier in die Mitte. Ah, stopp, ich muss gucken, dass ich den ESP auch noch irgendwie drauf bekomme. Ne? Das könnte eventuell etwas aufwendiger sein. Machen wir den auch hier an die Ecke, dass wir da an den USB-Port am Ende dran kommen. Ich muss gerade mal, glaube ich, ein bisschen mit der Zange anrücken, denn ein paar Pins sind verbogen. Also fangen wir an. Ich habe die USB-Buchse jetzt hier reingemacht und von da müssen wir erstmal Ground und VCC in Richtung von unserem ESP hier kriegen. Das heißt also hauptsächlich VIN und Ground hier oben. Das sind die ersten, die wir brauchen. Mal gucken, die Ground ist der untere und der muss auf den zweiten. Passt das? Ja, sollte alles passen. Wunderschön. Ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, den ESP hier einzulöten. Haben wir eventuell noch eine Buchsenleiste für den, dass ich den abstecken kann. Das wäre, denke ich, hilfreich. Ich gehe mal gerade suchen. Irgendwo wird hier bestimmt eine liegen. Sekunde. So, das dürfte besser funktionieren. Dann kann ich die nämlich jederzeit auch wieder ausziehen und gegen den anderen ersetzen. Denn ja, so ein ESP kostet halt auch ein paar Euro. Will man eventuell in anderen Projekten recyceln. Und stattdessen nehmen wir dann hier diese Leisten. Der Rest sind halt Geräte oder Bausteine, die entweder nicht wirklich teuer sind oder die relativ fix für hier so ein Projekt sind. Von daher habe ich da kein Problem, die wirklich festzulöten. Aber ne, ESP muss halt nicht sein. So, machen wir den wieder hier rein. Dann haben wir auch den richtigen Abstand und alles. Und so kann der dann da rein. Wunderschön. Jetzt haben wir den auch gesteckt. So, dann haben wir also auch den hier. Und was haben wir gesagt? Wir wollen den Ground, den zweiten Pin auf den unteren Pin. Ja, da kriegen wir hin. Und das ist jetzt so ein Moment, da ist es sehr gut, wenn man noch irgendwelche Beinchen hat von vorherigen Lötversuchen oder sowas. Die kann man hier nämlich wunderschön recyceln. So, kriegt wie immer keinen Schönheitspreis, aber Verbindung ist da und dann müssen wir wahrscheinlich den obersten, oder? Yep, der oberste ist VCC. Den müssen wir dann verbinden mit dem ersten Pin. Das kriegen wir, denke ich, auch noch irgendwie hin. Gut, damit haben wir die Stromversorgung schon mal bis zum ESP durch. Das können wir eigentlich auch direkt testen, denke ich, indem wir einfach hingehen und mal ein USB-Kabel einstecken und schauen, ob der ESP Strom bekommt. Und wenn das so ist, dann haben wir zumindest die ersten Verbindungen schon mal da. Fehlen natürlich noch ein paar hundert, aber das wird schon. So, Moment der Wahrheit, geht's an. Na toll. Das Problem ist auch hier, das Board ist wie gesagt nicht sonderlich haltbar. Das heißt, sobald ich hier ein bisschen wackel, gehen die ganzen Lötstellen ab. Die Pads lösen sich von dem Material. Das ist alles nicht so ideal. Aber es ist halt günstig. Ja.
LED an. Wunderschön. Das sieht doch gut aus. Nächster wäre der INA, wo auch immer er jetzt abgeblieben ist. Da hinten nehmen wir doch den. Ich suche mir aber mal gerade, wo beim ESP32 die I2C-Pins sind. Das könnte eventuell interessant sein. Okay, ich habe gerade mal geguckt, also ich sehe nirgendwo auf den Pinouts, die ich so gesehen habe, irgendwelche I2C-Pins. Von daher gehe ich davon aus, dass alle gehen. Dann macht das Ganze natürlich einfacher. Versuchen wir uns mal. So. Was müssen wir denn wo hier verbinden? Mal schauen. Der rechte ist VCC, dann kommt Ground. Das heißt, die mittleren beiden sind SDA und SCL. Die können wir quasi random hier auf irgendwelche Pins legen. Direkt darunter ist 25 und 33. So, ich sehe jetzt nicht, dass wir die nicht benutzen können. Also machen wir da einfach irgendwas Kurzes dazwischen. Habe ich nicht eben hier? Ja, perfekt. So ein paar kurze Dinger gesehen. Ja, und die Kombination, die ich hier mache, ist wirklich nicht zu empfehlen. Bleifreies Lot zusammen mit diesem Papierboard, was keine Hitze aushält. Für bleifreies Lot muss man die Hitze halt hochstellen. Es ist ein Prototyp, das wird schon schief gehen. So, dann haben wir die Datenverbindung schon mal da. Fehlt noch VCC und Ground. VCC darf dabei alles zwischen 3 und 5,5 Volt sein. Also machen wir den an 3,3 Volt. Das ist dann besser. Haben wir hier einen 3,3 in der Nähe? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Okay, haben wir den Ground in der Nähe? Auch nicht. Nur den da vorne. Na gut. Für den VCC, also den 3,3 Volt, muss ich auf jeden Fall ein Kabel ziehen. Das muss auf die andere Seite hier. Okay, haben wir alles da. Was müssen wir noch? Wir müssen noch die USB-Buchse irgendwie da reinmachen. Da muss ich mal schauen, denn die hat ja hier an der Seite nochmal so Pins. Die sollten sinnvollerweise hier durch für Stabilität. Da muss ich aber, glaube ich, erst ein bisschen aufbohren. Und was ich auch machen muss, ist erstmal das Pinout für USB finden, wo da Plus und Minus ist. So, ich habe hier mal markiert, was wo ist. Man kann es so ein bisschen erahnen. Ich habe da mir hier oben was reingeritzt, hier unten was reingeritzt. Und jetzt muss ich da mal gucken, dass ich das ein bisschen aufbohre. Und dann sind wir mit den Leitungen fast schon durch. Dann fehlen nur noch die Kabel. An der Stelle ist es natürlich dann eher hilfreich, dass das Material so weich ist. Das heißt, ich kann hier einfach mit den Fingern mich da einmal durchdrücken. Sollte das, denke ich, soweit okay sein. Dasselbe nochmal mit dem anderen. Wo war? Hier müsste das sein. Und mit etwas Glück, wunderschön, passt das da rein. Zack, alles drin, sitzt flach. Jetzt können wir auf der Rückseite hier einfach die Pins ein bisschen rumbiegen. Ein bisschen zusätzliche mechanische Stabilität, zumindest an der Stelle. Wenn wir das schon am Eingang nicht hinkriegen, dann wenigstens am Ausgang. Okay, hier haben wir dann entsprechend unsere Pins. Wie gesagt, Pinout gleich raussuchen, aber erstmal eine Runde festlöten. Und dann haben wir die hier. Und dann später Strom und Daten verteilen sollen. Stimmt, für Daten habe ich gar nichts vorgesehen. Egal. Im Zweifelsfall kann ich die immer kurz schließen. Das sollte dann auch kein Problem sein. Damit sagen wir dem Gerät, was am Ende ist, dass das hier DCP ist, also ein Dedicated Charging Port. Ist nicht ideal, aber reicht eigentlich für meine Zwecke aus. Wobei, ne, wenn ich eh Kabel ziehen muss, kann ich auch gerade ein paar Kabel ziehen für die Datenkanäle. Das macht da auch nichts mehr. Pinout haben wir, wenn wir so drauf gucken. So, der obere ist Data, okay. Der obere ist VCC, das heißt dann, der untere ist Ground. Das ist für uns ganz praktisch, das heißt, wir gehen einfach hin und werden den unteren mit der Schirmung verbinden. Ja, ich weiß, Ground ist keine Schirmung, aber bei den meisten Geräten ist es halt genauso verbunden. Von daher mache ich das hier auch. Und den Ground müssen wir komplett durchziehen bis zu dem da. Das heißt aber auch gleichzeitig, wir haben hier gespiegelt. Dang it.
Na gut, ich suche mir mal gerade ein paar Kabelchen. Okay, dann werde ich einfach hingehen und werde hier tatsächlich Leitungen legen, auch für die Datenkanäle. Dann kann ich im Prinzip hier drüber auch Daten fahren. Es wird nicht gut sein, weil es einfach nur Leitungen sind, das ist nichts verdrillt und nichts geschirmt. Aber ich hoffe einfach, dass das ausreicht. So, gerade mal gucken. Grün wäre Data Plus. Data Plus ist hier bei dem Ground der nächste. Nicht schön, aber müsste reichen. Und hier ist D plus der mittlere gewesen. Und für den Ground machen wir dasselbe. Dann ja, haben wir da eine direkte Verbindung und müssen nicht irgendwie noch über unsere Schaltungen drüber. Dann fehlt uns noch der Pluspol. Den müssen wir hier drüber schleifen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Hier oben ist es schon mal einfach. Wobei ich muss über Kreuz eigentlich machen, wenn ich Plus und Minus richtig haben möchte. Ich glaube, das werde ich jetzt auch tun, wenn ich eh mit Kabeln arbeite. Dann macht das ja nicht mehr so viel aus. Ich merke gerade, das war keine gute Idee, den schon festzulöten. Ja. Also macht's nicht wie ich, sondern benutzt konsequent überall Buchsenleisten, sodass das Ding gesteckt ist und man jederzeit wieder drankommt. Macht's das Ganze irgendwie einfacher. Okay. Damit haben wir schon mal die Zufuhr. Wir müssen gleich noch gucken, dass wir hier zu dem VIN Plus und Minus eventuell was ziehen. Ich weiß halt nicht, ob die Spannungsmessung hier von den Terminals geht und Ground oder ob wir wirklich hier die beiden noch zusätzlich benutzen müssen irgendwie. Mal schauen gleich. Und das Ganze muss dann hier bei denen auf den oberen Pin. Dann machen wir den hier einmal durch die Platine und löten den auf der anderen Seite. Da direkt dran. Dann haben wir schon mal unsere kompletten Stromfluss jedenfalls meiner Meinung nach abgeschlossen. Und theoretisch ist damit dann auch die Hardware schon fertig. Zack. Bisschen ausreichend viel Lötzinn da drauf. Und oh, gut. Ich wollte gucken, ob die. Wobei ich kann erstmal Software drauf machen und dann gucken wir einfach, was die Spannungsmessung sagt. Wenn nichts rauskommt, dann haben wir wohl was vergessen. Display werde ich jetzt hier keins drauf machen, ist ja per WLAN erreichbar, von daher. Meh. Aber Software werde ich drauf machen. Das heißt, ich ziehe mir hier erstmal irgendwo ein Micro-USB-Kabel her und schauen wir mal, was er dazu sagt. Und zum Programmieren natürlich nicht hier reinstecken, sondern in den ESP. Sonst gibt das kein Licht ist an, kein Rauch. Und gut, dann programmieren wir mal. Nein, kein Rauch. So, das Ganze programmiere ich wie üblich in Platform.io. Hat für mich den Vorteil, dass das Reinladen von Libraries und so einfacher geht, aber prinzipiell ist Programmieren natürlich auch mit der Original-Arduino-IDE möglich. Und was ich hier mache, ist erstmal Libraries. Suchen wir mal nach dem INA, was war es, 219, glaube ich. Da gibt es eine Library von Adafruit. Interessanterweise ist die offiziell gar nicht kompatibel zum ESP32. Ah doch, da, Espressif32 sollte also passen. Dann nehmen wir die doch einfach. Und normalerweise bei Arduino müsst ihr auf die Webseite gehen, meistens bei GitHub wahrscheinlich, da das Ganze als ZIP runterladen und dann über das Menü installieren. Ich sage ja einfach in meiner Konfigurationsdatei, dass ich die Library haben möchte. Und was haben wir hier? Get Current. Shunt Voltage, Bus Voltage, das sieht gut aus. Einfach seriell ausgeben. Dann haben wir da schon mal ein passendes Beispielskript, was wir uns einfach kopieren können. Gerade mal drüber schauen. Serial Begin 115200. Okay. Serial Print Line Hello. Okay. Machen wir davor noch ein Delay für so 2 Sekunden. Einfach, dass ich schnell genug bin. So, dann sucht er nach dem INA, okay, das wird nicht funktionieren, weil wir müssen irgendwie anweisen, dass er die richtigen Pins nutzt. Na gut, gleich mal gucken, ob das geht. Und im Prinzip, der liest hier und gibt es dann seriell aus. So, klingt jetzt nicht so verkehrt. So, was ich hier aber mache, ist den hier ändern. Brauchen wir sonst noch was? Wie gesagt, den Wire Begin. Und ich sehe gerade, dass es wohl doch Default Pins gibt. Na gut. Ich hoffe einfach mal, dass das hier funktioniert, wenn wir die abändern. Was hatten wir? Wir hatten SDA auf Pin Dora 33 und Dora 25 für SCL. Pin ist nicht definiert. Okay, dann machen wir einfach 33 und 25.
Ich arbeite zu wenig mit dem Zeug. So, gerade mal kompilieren, dann lädt er nämlich auch die Libraries runter. Und dann schauen wir hier mal gerade in die INA-Library rein. Oh, Adafruit I2C Device. Das läuft wohl wieder über eine andere Library. Ah, wir können es hier also mitgeben. Hab hier auch entsprechend mal ein bisschen umgebaut. Hier fehlt noch die Monitor Speed. Dann schauen wir doch mal, ob er den Chip findet. Und theoretisch müsste er uns ja auch schon eine Spannung anzeigen, denn die 5 Volt sind ja im Prinzip da. So, und ich habe jetzt die ganze Zeit hier das Problem, dass er irgendwas sagt, er könne den I2C oder Two-Wire-Bus nicht initialisieren. Aber ich habe gerade was gefunden. Also haben hier von dem den VCC noch gar nicht auf 3,3 Volt verbunden. Und ich habe ein paar Referenzen online gefunden, dass es wohl ein Problem ist, wenn er die Pull-Up-Widerstände nicht erkennt. Denn diese beiden I2C-Datenpins, die müssen irgendwie auf einem hohen Pegel gehalten werden. Und ich gehe davon aus, der hier hat hier so ein Widerstandsnetzwerk, dass das dafür gut ist. Und ja, das würde jetzt natürlich hinkommen, wenn wir hier den VCC nicht anschließen, ist der Pin nicht high und er läuft in Fehler. Die Frage ist jetzt, ist das wirklich meine Ursache? Denn wie gesagt, auf der Fehlermeldung steht ja etwas von Pin 0. Jetzt ist die Frage, ist das einfach nur irgendein sinnloser Fehler der Anzeige? Oder haben wir einfach noch ein zweites Problem hier? So, machen wir erstmal hier den dran, eventuell ohne Strom. Das könnte helfen. Und dann nehmen wir uns, welcher war es? Der hier. Und der muss hier auf 3,3 Volt, ist der erste Pin. Okay. So, dann haben wir die fehlende Leitung auch drin. Zwar mit Rot, Orange wäre mir lieber gewesen. Orangendraht habe ich nicht, habe ich gerade gemerkt. Und ja, schauen wir doch mal, ob es jetzt besser funktioniert. Stecken wir mal ein, hoffen, dass er nicht in die Luft geht. Serial an. Yes! Das war's. Okay, dann war einfach nur die Anzeige suboptimal. Aber wir sehen hier, Bus Voltage 4,87, Load Voltage 4,87 und wir sehen die Shunt Voltage sowie Power und die Milliampere. Wir sehen, ab und zu haben wir irgendwie so 20, 30 Mikroampere, die er erkennt. Das ist natürlich aktuell eher Unfug, weil ist nichts angeklemmt, ne? Aber ja, theoretisch sollte das so gehen. Haben wir irgendwas anderes hier, was Strom verbraucht? Lasst mal gerade schauen. Ja, irgendein leicht demolierter Arduino. Dann klemmen wir den doch einfach mal an den Ausgang ran und gucken, ob wir eine Anzeige bekommen. Seriously? Leute. Das hier ist ein USB-Zeichen. Das gehört auf die Oberseite vom Kabel. Passt nicht. Ist auf der falschen Seite eingeprägt. Leute, wer baut so einen Murks? Na gut. Ich stecke dann mal einen Arduino ein und schauen wir mal, was passiert. Und okay, er blinkt und wir sehen Stromverbrauch. Yay, 16,2 Milliampere, auch bekannt als 82 oder jetzt 86 Milliwatt. Wunderschön, das gefällt mir. Also, wir kriegen offensichtlich hier jetzt unsere Messwerte, genau das, was wir wollten. Den Fehler haben wir also schon mal behoben. Und die Frage ist jetzt für mich noch, wie schnell kann ich lesen? Gibt es da irgendein Limit? Gucken wir mal hier im Datenblatt durch. Application, Features, Related. Eigentlich hätte ich jetzt hier irgendwas in Richtung Sample Frequency erwartet oder Response Time. Also es muss irgendeine Response Time geben, weil der ADC sieht man hier, der wird zwischen Shunt und Bus umgeschaltet. Das heißt also, der liest nicht permanent. Okay, hier. For instance, when configured for 12-bit and ran 128 sample averaging up to 86 milliseconds in time between sampling. Das heißt also, wir haben irgendwie so um die 100 Millisekunden wohl, ja, ein bisschen mehr, die wir da rechnen müssen. Schade, dass es nicht einfach so einen Wert gibt. Das ist der Standard und Dann haben wir jetzt also alle 250 Millisekunden einen Messwert. Das ist, denke ich, für das, was ich vorhabe, ausreichend, um Kurven zu zeichnen. Jetzt muss ich die nur noch irgendwie in Richtung PC schaffen. Ne? Da kann man jetzt natürlich verschiedene Sachen machen.
Eine Möglichkeit wäre, ein komplettes Webinterface hier auf dem Gerät zu implementieren und damit kann man auch Diagramme dann Client-Side zeichnen. Das hatte ich schon mal bei meinem Stromzähler zum Beispiel gezeigt. Ich persönlich möchte es aber lieber an meinen Server schicken, dass der das verarbeitet. Ich werde hier hingehen und einfach einen HTTP-Request an meinen Server stellen und der kümmert sich um den Rest. Theoretisch könnte man jetzt hier natürlich irgendwas in Richtung InfluxDB, Volkszähler, was auch immer implementieren oder auch per MQTT schicken. Ich werde es wahrscheinlich in einem Request halten und dann das per Skript manuell da hin und her kopieren auf dem Server. Der hat halt mehr Leistung. Da muss ich hier nicht den hier belästigen, der, wie gesagt, alle 250 Millisekunden hier einen Request raushauen soll, was ja doch schon ein bisschen schneller ist. Fangen wir erstmal mit den Includes an. Wir brauchen Wi-Fi, wir brauchen HTTP-Client, dann müssen wir irgendwie connecten. Also machen wir das hier nach den 2 Sekunden Boot-Up-Time. Oder machen wir es ganz am Ende. Wi-Fi beginnen, Wi-Fi-Mück ohne Passwort, ihr kennt den Spaß ja. Und dann das übliche Warten auf Verbindung. Und dann bauen wir uns eine eigene Function dafür. Mit, was brauchen wir? Nur Current und Load Voltage. Ne? Der Rest ist eh wurscht und kann ausgerechnet werden. Machen wir das mal so. Und dann URL plus gleich Load Voltage. Das müsste er automatisch in String konvertieren. Und der Current ist Milliampere. Current Milliampere. So, ich mache jetzt einfach mal ein Printline auf die URL. Blablab. Send HTTP. Und das sieht gut aus. Ja, so habe ich mir das gedacht. Er hat auch schon zum entsprechenden WLAN wohl connected. Dann machen wir mal weiter und senden das wirklich. Das wäre so und dann die URL. Aber ich glaube, das muss ein String sein. Also ein C-String, Character, String, Array, Gedönse. Das wäre dann so. Aber ich glaube, er sendet es noch nicht mal. Erst wenn wir jetzt hier die Antwort anfordern. Int turn ist HTTP GET, jetzt wird es gesendet und wir kriegen hier unseren, nicht Return Code, ja, Return Code, wegen mir dann so. Das ist jetzt unser HTTP Status, 200 wäre okay. Und dann machen wir einfach if Return Code ist 200, dann Return True. Wobei wir können hier noch End machen und ansonsten Return False. Gut, gehen wir nochmal zusammen. Wir setzen uns eine URL zusammen, eine Webseite, die wir aufrufen, mit Load Voltage und Current entsprechend als Parameter, wie wir das hier sehen. Und dann senden wir den. Wir kriegen zurück einen Return Code, also einen HTTP Status Code. Wenn der 200 ist, sagen wir okay, alles in Ordnung. Wenn nicht, sagen wir False. Das HTTP End beendet den HTTP Request nochmal sauber. Theoretisch sollte das automatisch passieren, wenn wir aus der Funktion rausgehen, aber sicher ist sicher. Von daher machen wir das nochmal per Hand vorher. Boah, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Im Prinzip sind wir damit jetzt hier komplett fertig mit unserem Programm. Also schauen wir mal. INA Test hieß es ja, glaube ich. Nein, was Test INA? Ja, da kommen Werte rein. Wunderschön. Aktuell noch mit 404 und found, das ist klar. Ist ja noch nicht angelegt, aber wir bekommen hier unsere Werte. Und das scheint auch so von der Zeit her. Na, es ist langsamer als alle 250 Millisekunden. Na, okay. Könnte man natürlich noch optimieren, indem man kein HTTP benutzt und so, aber na komm, für mich reicht das jetzt erstmal. Dann bauen wir uns mal ein PHP-Skript, was das auch verarbeiten kann. So, also ihr habt ja schon gesehen, ich benutze PHP, weil PHP ist auf dem Server eh schon drauf. Von daher macht es mir das einfacher. Und was wir brauchen ist V, ist get V, glaube ich, hat man es genannt. Und Milliampere, zack, wenn nicht gesetzt oder wenn nicht gesetzt, Milliampere, dann töte dich selber. Ungültiger Request. Ansonsten ist das hier, das können wir aber schon mal direkt auf Float machen, dass wir da auch wirklich nur Zahlen bekommen. Theoretisch haben wir jetzt an der Stelle hier schon Volt und Milliampere als Zahlen. So, ich schreibe die jetzt hier direkt in die Datenbank, dann muss ich dann nicht mit der Middleware kämpfen. Also machen wir $SQL ist gleich new MySQL i.
Oh, und ich sehe gerade, der Server, den sollten wir auch noch mit angeben, ne? So, jetzt haben wir eine Verbindung zum SQL-Server. Jetzt brauchen wir noch einen Query. Wir machen ein Statement, ist gleich SQL prepare. Irgendwie klappt das Autocomplete hier nicht mit dem SQL. Whatever. Und unser Befehl ist, gute Frage, was ist unser Befehl? So, das hier müsste hinkommen. ID, Channel ID, Timestamp, Value. Die ID machen wir da drüber. Unix Timestamp mal 1000. Und die Value. So. Ja, müsste passen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen SQL-Befehl vorbereitet. Wir wollen etwas Daten einfügen in diese Spalten. Und zwar, der Wert ist fix auf 0, die ID. Die wird automatisch vergeben. Der Timestamp wird automatisch berechnet aus dem aktuellen Timestamp mal 1000, was wie Volkszähler klappt. Und Channel-ID und Value sind Fragezeichen. Das heißt, das sind Variablen, die wir nachträglich einfügen. Vorteil von Prepared Statements gegenüber dem klassischen SQL Query ist, ja, die Inhalte von diesen Variablen können keine SQL Injection oder so einen Spaß machen. Von daher, bitte, bitte, bitte benutzt Prepared Statements, wenn es geht. So, dann müssen wir Variablen da dran binden. UUID ist 0 und $Value ist 0. Und wir machen Statement bind param. Dann müssen wir die Typen angeben. Das ist in meinem Fall IS. Das heißt, der erste Variable hier, das ist ein Integer, also eine Ganzzahl. Und das zweite ist ein, nenne ich S, D, ID, ist ein Double. Das heißt also eine Kommazahl. S wäre String, wäre also ein Text. Das heißt, wenn jetzt hier ein Text reinkommt, dann sagt er sich hier, nee, 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 Moment, das muss irgendwie eine Kommazahl sein. Das heißt also auch, da ist Unfug dann eher wenig ein Problem. Nicht, dass wir es schon vorher hier in Kommazahlen umgewandelt hätten, aber nee, sicher ist sicher. Dann gehen wir an, was dahin soll. Das hier ist UUID und der nächste wäre Value. Wunderschön. Jetzt haben wir das Bind drin und jetzt müssen wir sie nur noch executen mit den richtigen Werten. Das heißt, wir sagen jetzt zum ersten Mal, UUID ist die ID, die wir für unsere Spannung brauchen und Value ist $V. Das heißt also, wir haben hier die Channel-ID für die Spannung und in Value schreiben wir unsere aktuelle Spannung, die wir empfangen haben, rein. Jetzt machen wir Statement, falsches Zeichen, Statement execute. Zack. Und in dem Moment hat er das bereits gemacht. Jetzt können wir den Block einfach wiederholen für Ampere. Oder Milliampere sind es ja. Wieder execute und Statement close. SQL-Verbindung schließen. Muss man eigentlich nicht machen, aber das wäre Spaß. Theoretisch müsste er jetzt, wenn ich speichere, die Daten reinschreiben. So, und ich habe gerade mal nachgeguckt, es kommt noch nichts rein. Also irgendwo haben wir noch einen Fehler drin. Jetzt ist die Frage, wo? Fehler gefunden. Na, Datenbank falsch geschrieben. Dö. Manchmal braucht man auch nicht mal die Fehlermeldung, um seinen eigenen Fehler zu finden. Und das sieht sehr schön aus. 16 Milliampere. Ach ja, der Gummi-Arduino ist noch eingeklemmt, deswegen. Gut, hier steht jetzt noch Ampere, das ist eventuell suboptimal, das sollte man ändern. So, jetzt stimmt's. 17 Milliampere. Wunderschön. So, ziehen wir den hier mal aus. Macht er hier automatisches Aktualisieren? Nein, jetzt aber. So, alle 2 Sekunden macht er neu. Ich ziehe jetzt den Arduino raus. Das heißt, er müsste, ja, genau, jetzt auf 0 runtergehen. Fein. Okay, Software fertig. So, das war jetzt mit Volkszähler. Das benutze ich immer noch relativ gerne, weil das Backend halt relativ schmerzfrei ist. Allerdings, naja, das Frontend zur Visualisierung ist vielleicht nicht das modernste. Deswegen bin ich nochmal hingegangen, habe das Ganze hier in Grafana visualisiert. Und wie wir sehen, offensichtlich erfolgreich. Man sieht links, da ist ein kleineres Gerät, was so 300 mA zieht. Danach ausgesteckt ein Handy dran gemacht, welches erstmal dann Slow Charge gemacht hat, weil komplett leer. Und danach ist es auf 600 mA umgeschaltet. Hauptsächlich limitiert, weil das Ladegerät nicht mehr konnte. Und so kann man das dann nochmal optisch ein bisschen ansprechender und einfacher zu bedienen machen. Das Ganze geht natürlich auch über längere Zeiträume. Hier zum Beispiel für ein Embedded-Gerät. Da sieht man relativ schön, wie der Ladevorgang funktioniert. Am Anfang haben wir erstmal Konstantstromladung. Ist ein Lithium-Akku drin, das heißt,
Der bekommt jetzt einen konstanten Strom. Entsprechend sehen wir auch natürlich auf USB den Strom soweit gleich die ganze Zeit. Dann ist irgendwann der interne Akku an der Ladeschlussspannung angekommen. Da schaltet die Elektronik dann auf konstant Spannung um. Das heißt, er hält zum Beispiel bei einem Lithium, einem normalen Akku 4,2 Volt so um den Dreh. Und ja, um dies zu halten, muss natürlich dann der Strom runtergehen. Und das sehen wir dann hier auch. Wir sehen diese schöne Kurve, wie der Strom immer weiter absinkt, je voller der Akku in diesem Gerät wird. Irgendwann haben wir dann den Strom so tief, dass der IC sagt, okay, jetzt ist gut, Akku ist voll und entsprechend geht unser Verbrauch hier oder der Strom, den wir sehen, auf Null runter. Natürlich gibt es auch jetzt bei jeder Bastelei wieder viel, was man anders machen könnte. Wir haben gesehen, HTTP ist relativ langsam. Man könnte jetzt hingehen und könnte irgendwie per UDP die Messwerte zum Server schicken. Dadurch kriegt man da die Messwerte dann schneller rein. Man könnte auch statt Volksteller mit MySQL irgendeine Time Series Database nutzen, sowas wie RAD oder InfluxDB. Die sind eher für sowas optimiert, wobei ich mich mit denen immer schwer tue, weil irgendwie Funktionen fehlen und das immer nervig ist, die dran zu flanschen. Ansonsten kleines Display vor Ort oder eine SD-Karte zum Loggen ohne Server, das wäre wahrscheinlich auch was ganz Gutes, um die Funktion von dem Gerät zu erweitern. Oder natürlich Softwarezeug, zum Beispiel könnte man irgendwie Watt berechnen oder man könnte etwas machen, wo man einen Zeitraum auswählt und dann rechnet er automatisch Milliampere-Stunden bzw. Milliwattstunden dann für diesen Zeitraum raus. So könnte man dann Akkutests machen. Für mich reicht das aber so, wie es hier ist. Ich kann fast live sehen, was da auf der Leitung los ist. Die Genauigkeit scheint zu passen und ja, die Ladekurven, die ich sehen wollte, bekomme ich auch so, wie ich das wollte, da raus. Oder kurz gesagt, mit diesem All-in-One-Sensor, da ist das Ganze relativ schnell zusammengebastelt, nicht allzu viel Arbeit und tut am Ende, was es soll.